Jetzt sage ich guten Abend, Professor Christian Stöcker nach Hamburg. Denn, Guten Abend. guten Abend, denn Professor Stöcker ist Medienwissenschaftler an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Und wir wollen über die Medienwirksamkeit dieser Bilder und der Vorfälle dort in Lützerath und um Lützerath sprechen. Professor Stöcker, wir haben gerade ein Video von Luisa Neubauer gesehen und auch gehört. Und dieses Video hatte ja schon ein spezielles Format, ist ja aufgenommen worden auf einer Demonstration, aber ist eben auch schon sehr zielgruppengerecht geschnitten worden, nicht? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, bei jedem internationalen Ereignis oder Ereignis von internationaler Tragweite, das man jetzt sieht, muss man immer mitdenken, dass man eben nicht nur eine klassisch mediale, sondern auch eine sozialmediale Begleitung hat. Und die wird eben zum Teil auch organisiert von den Leuten, die da selbst vor Ort sind. Und das ist, glaube ich, jetzt da in Lützerath, ist ja nicht zum ersten Mal so, eben sehr ausgeprägt. Da ist die alle Beteiligten, das hat übrigens ihre Kollegin Ina Baltes vom ZDF vorhin auch in einer ihrer Sendungen schon gesagt, alle Beteiligten, auch RWE, versuchen da eben jetzt ihre eigenen Bilder zu erzeugen und nach vorn zu stellen. Und das ist, ja, es ist ein Kampf auch in den Medien und ein Kampf über die Deutung der Medien. Wir hatten es jetzt ja auch gerade in diesem Zusammenschnitt, den wir gerade vorher gezeigt hatten, sozusagen die klassische Form. Da interviewt ein Reporter einen Aktivisten, den Greenpeace-Vorstandsmitglied und eben Luisa Neubauer, die ihr eigenes Video inszeniert. Stehen die gleichberechtigt nebeneinander oder wie würden Sie es einordnen? Ja, das hängt immer davon ab, wer das Publikum ist, würde ich sagen. Also es gibt Leute, also es waren ja auch hier Influencer vor Ort jetzt in den letzten Tagen, Luisa Dellert, Fabian Grischkat und so weiter, das sind Leute, die haben eine Reichweite von summiert irgendwie 500.000, 600.000, allein bei Instagram. Deren Publikum bekommt wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Gesamtbild der Situation als das Publikum von Phoenix oder aber auch das Publikum irgendeines Privatsenders. Also die Art und Weise, wie die Bilder entstehen und die Art und Weise, wie sie komponiert und zusammengestellt werden, wirkt sich natürlich darauf aus, wie das jeweilige Publikum diese Ereignisse wahrnimmt. Sie haben ja tatsächlich das Video von Luisa Neubauer jetzt auch gezeigt. Das heißt, in der Kommunikationswissenschaft sagt man Source Cycles, ja, also auch das, was sozial medial produziert und verbreitet wird, landet dann natürlich unter Umständen einfach in den klassischen Medien. Und so geht das Hand in Hand und befruchtet sich gegenseitig. Also es wird eine neue mediale Realität erzeugt, aber die sieht unterschiedlich aus, je nachdem, wo sie stehen und was ihr üblicher und bevorzugter Zugang ist. Das heißt also, wir könnten, je nachdem, was wir konsumieren, können wir einen ganz anderen Eindruck, ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Informationslevel haben, je nachdem, welche Quelle ich habe. Das wird sich weiter auseinanderdriften. Ja, ob es wirklich auseinanderdriftet, ist tatsächlich auch in der Wissenschaft noch eine offene Frage. Also ob eine zersplitterte Version der Realität auf diese Art und Weise wirklich entsteht oder nicht, ist noch offen. Ich würde sagen, im Moment könnte man sogar positiv formulieren, wird das Bild wahrscheinlich etwas komplexer und etwas umfassender. Also Beispiel, heute hat man gesehen, wie Polizisten in Lützerath von ihnen verhaftete oder festgenommene Aktivisten in einen Bus eskortieren, auf dem ganz groß das RWE-Logo steht. Das sind Bilder, die werden eben von Aktivistinnen vor Ort produziert. Die hätte man möglicherweise sonst nicht gesehen. Ja, ist ein bisschen komisch. Auf dem Polizisten steht NRW, oben auf dem LKW steht RWE. Ja, das ist ein Bild, das wird bleiben. Das hätte es früher einfach gar nicht gegeben. Unter anderem auch deshalb, das hat Luisa Neubauer ja angesprochen und die DJU, die Deutsche Journalistenunion, hat sich darüber auch schon beschwert. Der Zugang für Presse ist ja offensichtlich zum Teil etwas problematisch. Aber wenn Aktivisten selbst sozusagen zu Bildberichterstattern werden, lässt sich sowas natürlich wieder umgehen, was aber natürlich dann auch wieder zu einer bestimmten Einfärbung führt. Also muss man immer wieder ganz genau wissen, wer ist sozusagen der Kreator oder wer ist die Quelle dieser Bilder. Muss, und auch das war ja eine Diskussion jetzt, die schon im Vorfeld, bevor die Räumung beginnen, losging, muss Protest eigentlich wirklich bunt, vielfältig oder sogar gewalttätig sein, dass wir klassischen, traditionellen Medien oder jetzt eben vielleicht auch die Aktivisten tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen? Naja, also wenn Sie sich jetzt Ihre eigene Sendung heute angucken, sieht man ja, also wenn man so nach dem guten alten Grundsatz, there's no such thing as bad publicity vor sich geht, also Lützerath zu besetzen und die Räumung auf diese Art und Weise zu einem Medienereignis zu machen, hat natürlich funktioniert für die Leute, die das gerade tun. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Aufmerksamkeit, die diesem Thema, da werden jetzt Millionen Tonnen Braunkohle zusätzlich abgebaut,
sonst vermutlich nicht zuteil geworden wäre. Und das ist auch für die beteiligten grünen Minister, die ja in ihrer Berichterstattung auch schon vorgekommen sind, natürlich auch nicht angenehm, dass sie da jetzt mit am Pranger stehen. Das ist alles ein Ergebnis der Tatsache, dass da ein Medienereignis erzeugt wird. Und das ist natürlich Strategie. Und ich würde sagen, wie gesagt, wenn man sich ihre eigene Berichterstattung anguckt, die ich übrigens sehr ausgewogen finde, dann funktioniert das. Ja? Das ist eine Menge Sendezeit, wo ganz oft 1,5 Grad bedeutet, Lützerath bleibt im Bild ist und so weiter. Das können Sie für Geld nicht kaufen. Ja? Aber lassen wir uns treiben als Medien, kurz und abschließend vielleicht noch? Also ich glaube, in diesem Fall, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber das Thema ist so wichtig, dass es völlig in Ordnung ist, darüber ausführlich zu berichten, und zwar in allen Facetten. Grundsätzlich kann man aber natürlich immer sagen, jeder, der öffentlichen Protest inszeniert, erzeugt einen Druck, der Medien auch dazu zwingen kann, Berichterstattung zu machen. Das ist im Ermessen der Redaktion, das dann entsprechend zu gewichten. Professor Christian Stöcker, herzlichen Dank für eine persönliche Meinung und aber auch für eine Analyse. Medienwissenschaftler in Hamburg sind Sie. Guten Abend. Danke Ihnen.